Hallo Leute, wir sind heute im Gespräch mit Theaterpädagogin Katja Meyer. Hallo Katja. Hallo. So, willst du uns erzählen, was du derzeit machst? Also zurzeit habe ich vier. Zwei Klassen in einer Schule hier bei mir in Lüneburg, die einen Theaterzweig aufbauen möchte und schon ab der fünften Theaterklassen eingerichtet hat. Das ist ein tolles Projekt, weil es da relativ viele Freiheiten gibt und auch zu den Lehrern, Lehrerinnen für darstellendes Spiel auch immer noch Profis dazukommen und man im Tandem die Theaterklasse unterrichtet. Und da gestalten wir relativ viel selbst. Insofern geht es, würde ich sagen, so unter über normalen DSP oder DS-Unterricht hinaus. Das ist richtig schön, wenn man so mit den ganz Kleinen schon anfängt und sehr kontinuierlich 2 bis 3 Stunden die Woche arbeiten kann, so in einem festen Rahmen. Das ist toll. Und dann habe ich noch einen Jugendclub hier am Theater. Da machen wir immer eine, ich sag mal, zwar auch eine Stückentwicklung, aber so eine relativ normale Produktion, die nachher auf der Bühne ist, zu sehen ist. Und dann habe ich am Thalia Theater eben noch die Eisenhans-Gruppe. Und das war's zurzeit. Ach nee, Quatsch, ich habe noch was. Ich bin noch Coach bei Unart, was ja demnächst auch im Thalia stattfindet. So, genau. Jede Gruppe ist sehr unterschiedlich. Ne? Welche Bedürfnisse hat hier die Gruppe? Würde ich sagen, ich gehe gar nicht so sehr auf die Bedürfnisse ein, in dem Sinne, dass ich denke, jede Gruppe hat unterschiedliche Bedürfnisse, sondern ich finde schon, dass die Bedürfnisse relativ gleich sind tatsächlich. Also die Leute haben Lust, sich auszuprobieren. Die Leute haben auch Lust, in einem Schonraum sich zu bewegen in den Proben. Das ist etwas, was ich immer wieder höre. Und natürlich haben die richtig Bock, irgendwann auch auf der Bühne zu stehen und den Applaus zu bekommen für das, was sie gemacht haben. Das, was wir machen, unterscheidet sich durchaus. Also welchen künstlerischen Ausdruck wir finden, welche Möglichkeiten wir ausloten. Aber auch das ist so vielfältig, dass ich eher sagen würde, ich gehe insofern auf die Bedürfnisse ein, als dass wir einfach in einem sehr lebendigen Austausch sind während jeder Probe und im ganzen Prozess. Ich versuche schon immer wieder dieses Impuls-Ping-Pong zu machen während jeder Probe und zu gucken, was gibt es etwas, was die Gruppe sich wünscht? Oder gibt es durch einen Impuls, den ich setze, nochmal Ideen in der Gruppe? Oder kommt das, haben die noch eigene Impulse, die sie von irgendwo anders bekommen? Oder geben die sich untereinander Impulse? Und am Ende triffst du auch die Entscheidungen? Oder kommt es von alleine, von der Gruppe? Ich würde sagen, wir sind da nicht komplett auf Augenhöhe. So, also ich sehe mich schon als Gruppenleitung an, die am Ende Entscheidungen trifft. Sonst würde ich das auch nochmal anders aufziehen, weil ich glaube, so ein ganz basisdemokratischer Prozess, der kann super funktionieren. Ich glaube, der ist schwierig innerhalb kürzester Zeit. So, und ich empfinde das schon als kurzen Zeitraum, wenn ich 8 Monate einmal wöchentlich eine Probe habe. Ich bin aber tatsächlich diejenige, die am Ende ein Textbuch schreibt und alles zusammenfasst und die auch versucht, da irgendwie welche Art von Dramaturgie auch immer reinzubringen. Also das möchte ich bewusst auch in Anführungszeichen setzen, denn manchmal ist das auch gar nicht so wichtig, das zu tun, finde ich. Wenn es in die Endproben kommt, dann sitze ich da wirklich auch und mache deutlich mehr Regie. Also dann diskutiere ich in der kurzen Bühnenzeit, die wir haben, nicht mehr alles. So. Und wie funktioniert das jetzt mit Corona? Ich hatte jetzt schon angeleiert, hybrid zu proben. Das heißt, alle, die sich nicht mehr wohlfühlen, unter Leute zu gehen oder sich wirklich zurücknehmen möchten, und auch alle, die krank sind, können von zu Hause einer Probe beiwohnen, indem ich einfach ein Zoom-Meeting starte. Da es mir jetzt noch nicht so gut geht, glaube ich, werde ich wieder auf Zoom umschwenken. Ich probe mit meiner Eisenhans-Gruppe, aber nicht online. Also da machen wir dann andere Sachen, weil es einfach auch technische Hemmschwellen gibt, schlichtweg. Und das ist dann schon schwierig, mit den Mitteln von Zoom oder anderen Videokonferenz-Tools da. Da mache ich lieber was Schönes. Wir haben uns jetzt verabredet zur Lesestunde. Oder also das ist das, was ich jetzt in Gang setzen werde. Das wissen aber alle.
Auch einige aus der Gruppe haben Lust vorzulesen, Texte zu den Themen, die wir bewegen, sich es zu Hause gemütlich machen, Kerze an, Tasse Tee neben den Computer und dann kann man irgendwie ja, es sich gemütlich machen und zuhören. Wie bleibst du kreativ? Das finde ich manchmal auch schwierig, ehrlich gesagt. Also mich inspiriert vor allem tatsächlich der persönliche Kontakt und das beruht, denke ich, auf Gegenseitigkeit. Und in den letzten Jahren habe ich natürlich schon so online versucht, Kontakt zu halten, aber auch immer wieder Möglichkeiten geschaffen, wo man sich dann eben in 1-zu-1-Situationen sieht, weil es dann eben doch nicht ums Proben ging, sondern darum, Kontakt zu halten und ein Zeichen zu senden. Also hier in Lüneburg haben wir schon vor 1,5 Jahren einmal eine Rundreise gemacht zu allen Leuten aus dem Jugendclub. Meine Kollegin und ich sind in den Theaterbus gestiegen, haben einen riesen Requisit eingepackt und dann kleine Filmchen gedreht vor der Haustür der Jugendlichen. Wir sind über 200 Kilometer gefahren an 2 Tagen. Die kommen ja auch, um miteinander was zu erleben, wirklich Kontakte zu anderen Menschen zu haben, zur Gruppe. Und nehmen weite Wege auf sich, auch Eisenhans, ne? Also sicherlich auch in den anderen Thalia-Treffpunktgruppen aus dem ganzen Stadtgebiet Hamburgs. Und das ist hier in Lüneburg nicht anders. Das ist einfach ein großer Kreis, aus den Nachbarkreisen kommen sie auch. Und dann, manche sind irgendwie über 1 Stunde unterwegs, manche sogar 2. So, und das, ja, das ist, bedeutet halt etwas. Und dann finde ich es auch gut, da mal hin, sie zu Hause zu besuchen. Das hat ein Kollege auch vorletztes Jahr gemacht, vorletzte Spielzeit. Oder eben sich woanders zum Spazierengehen zu treffen. Und ich glaube, was mich selbst so inspiriert, sind tatsächlich auch diese Kontakte. Und gibt es etwas, das total nervig ist oder dich so viel irritiert oder du hast das und du willst das nicht tun? Nee, ich glaube, also da landen wir wieder bei dem Thema, was mich so inspiriert. Ich glaube, ich bin einfach total neugierig und also dessen will ich mich gar nicht rühmen. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die ich so habe und die mir sehr hilft, mich auf alle möglichen Situationen einzulassen und allem irgendwie was abgewinnen zu können. Und selbst wenn ich dachte, eigentlich hätte das jetzt anders laufen sollen, dann bin ich manchmal sehr oft sogar überrascht, was jetzt durch den Umweg so zustande gekommen ist oder durch einen ganz anderen Weg, weil es irgendwie nicht anders ging. Und dann, selbst wenn ich bin nicht so fürs Digitale, das muss ich schon sagen, aber ich liebe es inzwischen doch, dass ich so viel dazu lernen konnte und finde es super spannend. Also wir haben in 2 Produktionen letztes Jahr auch so einen digitalen Spaziergang gemacht, also so ähnlich wie Actionbound mit so einer App, die Leute extra fürs Theater erfunden hatten, programmiert haben. Und das fand ich richtig cool, mir das so drauf zu schaffen, wie man das macht. Hätte ich halt vor langer Zeit nicht gedacht. Aber selbst das hat mich dann mit Neugier erfüllt. Und da dachte ich auch, cool, das ist ja wirklich eine Möglichkeit, irgendwie trotzdem sehr sinnlich zu werden, weil man eben noch durch die Gegend läuft und verschiedene Dinge wahrnimmt und auf verschiedene Sinne aufmerksam machen kann. So. Vielen Dank, das war sehr, sehr lieb von dir. Tschüss. Tschüss.